Yo, liebe Angels, und willkommen zu einem sehr speziellen Video auf meinem Kanal, wo ich schon echt seit vielen, vielen Wochen wieder dran arbeiten und ich jetzt echt stolz bin, dass das jetzt fertig geworden ist und ihr das jetzt hier sehen könnt. Dieses Video ist mein Beitrag zur Hashtag Wir-Einander-Kampagne der Techniker-Krankenkasse. Unter diesem Hashtag haben bereits einige YouTuber und viele, viele von euch eine Geschichte aus ihrem Leben erzählt, in der es nicht immer ganz rund lief, aber wo dann irgendwie gemeinsam eine Lösung gefunden wurde und auch ich habe eine solche Geschichte zu erzählen. Meine Geschichte fängt vor so ungefähr anderthalb Jahren an, als ich mit der Schule fertig war, mit dem Abi fertig war und mit großen Erwartungen zum Studieren und irgendwie auch schon ein bisschen wegen YouTube nach Köln gezogen bin. Wie ich dann aber ziemlich schnell gemerkt habe, war Studium und YouTube nicht ganz so leicht unter einen Hut zu bringen und beides nahm extrem viel Zeit in Anspruch. Manche von euch kennen vielleicht noch mein Video Ein Tag im Leben von Lena, was in genau der Zeit entstanden ist, wo es echt so war, dass ich halt morgens zur Uni musste und dann nachmittags noch meine ganzen YouTube-Kram gemacht habe, bis spät in die Nacht rein. Dieser Lebensstil war natürlich auf lange Zeit nicht aufrecht zu erhalten und vor allem der Schlaf hat darunter gelitten. Wie ich mich in dieser ganzen Zeit so gefühlt habe und was schließlich so der Ausweg aus der Situation war, das haben wir versucht in diesem kleinen Film für euch so reinzupacken und ich finde, der ist ziemlich cool geworden und wir sprechen uns gleich nochmal. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß damit. Als ich von Lübeck nach Köln gezogen bin, gab es am Anfang nur eins. Große Vorfreude. Mega. Endlich alleine wohnen. Mein eigenes Ding machen. Studieren. YouTube. Darum schnallte ich nicht so richtig, was in den ersten Wochen nach meinem Umzug mit mir abging. Anstatt die Stadt zu entdecken, ging ich hier immer häufiger aus dem Weg. Irgendwie war alles zu viel, aber ich dachte, ich muss das packen. Nur waren 24 Stunden irgendwie nicht genug Zeit. Von außen unterschätzt man das leicht, aber einen YouTube-Kanal am Laufen zu halten, ist ein Fulltime-Job. Let's Plays aufnehmen, Vlogs aufnehmen, Studiodrehs mit anderen YouTubern filmen, Videos schneiden, Videos rendern, Videos hochladen, abchecken, was die anderen machen, Hangouts, Termine, Kommentare beantworten. Und tagsüber musste ja noch die Uni reinpassen. Irgendwann konnte ich das gar nicht mehr so richtig unterscheiden. Tag und Nacht. Ich kam nicht mehr hinterher und auch nicht mehr runter. Selbst wenn ich endlich ins Bett kam, in meinem Kopf ging es immer weiter. Und mein Körper wollte nicht mehr schlafen, egal wie kaputt ich war. Ich wusste, ich muss was ändern. Keine Ahnung, ob ich Unterstützung gesucht habe oder erstmal nur wollte, dass irgendjemand merkt, dass das alles nicht nur einfach und cool ist. Auf jeden Fall machte ich dieses Video. Ein Tag im Leben von Dena. Und die Reaktionen waren krass. Junge! Klar, manche fanden meinen Tag einfach nur geil. Aber genauso viele wunderten sich darüber, dass ich um 3 Uhr noch nicht im Bett war und um 6.45 Uhr schon wieder mein Wecker klingelte. Viele hatten nicht gedacht, wie viel da so zusammenkommt. Und irgendjemand schrieb, dass ein Dena-Tag wohl 27 Stunden haben müsste. Aber das hatte er nicht. Hi Mama. Ja, nee, du, sorry, das wird nächstes Wochenende nichts. Ja, ich muss noch 2 Klausuren schreiben und eine ganze Hausarbeit. Ja, ich weiß, Uni hat absolute Priorität. Mach dir keine Sorgen, ich mach das schon. Ich werde halt angerufen, ich rufe dich später mal zurück. Mach's gut. Ciao. Alter, wie siehst du denn aus? Ja, nice. Nette Begrüßung, Mann. Ja, echt mal, wie ein Zombie. Brutal. Ja, was soll ich sagen? Ich komme halt zu nichts mehr. Nicht mal zum Pennen, oder wie? Kaum. Vielleicht ein paar Stunden. Oh Mann, das geht gar nicht. Ja, kein Plan. Was soll ich machen? Na, erstmal musst du da raus. Bisschen Bewegung, Gesellschaft und vor allem musst du weg vom Bildschirm. Rauskommen und einfach nur fahren half wirklich. Ich dachte über die Fragen aus der Community nach und redete mit meinen Freunden. Mir fiel auf, dass ich tatsächlich etwas aus dem Weg gegangen war. Nicht der Stadt, sondern einer Entscheidung. Mein Tag hatte nicht 27 Stunden. Und man braucht etwas Luft und Abstand, um gute Entscheidungen zu fällen.
Hey, meine Jungs, letzte Woche habt ihr gesehen, wie so ein richtig voller Tag bei mir aussehen kann. Ich habe mir auch einige Kommentare von euch durchgelesen, die mich richtig zum Nachdenken angeregt haben. Aber heute habe ich mir einfach mal freigenommen, habe einen freien Tag und bin mit Tom hier schon richtig viel durch den Park Longwood gefahren und gleich geht's nochmal weiter. So, jetzt erstmal Platz entdecken und einfach mal den Kopf frei bekommen. So Leute, das war's mit diesem kleinen Film. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So als kleine Erklärung noch, dieser Film hat ja sehr viel mit Symbolen gearbeitet, viel mit Andeutungen. Und die fiktive Person Tom sollte eben so für meine Freunde stehen. Besonders hervorheben würde ich mal sagen, den Simon Unge, den ihr wahrscheinlich kennt, mit dem ich auch damals schon viel zu tun hatte. Und auch nach Abschluss dieser Phase, man kann das eigentlich so richtig als Phase sehen, das war so mein Jahr 2013 und 2014, was jetzt ja auch schon wieder vorbei ist, wie krass, war eben diese Phase nach der Zeit, die in diesem Film dargestellt wurde, wo ich ja dann auch ins selbe Haus mit Simon gezogen bin und wo ich jetzt dieses Jahr mich eben auf YouTube konzentriere und so viele coole Sachen mache, viele coole Reisen unternommen habe und ich einfach total rundum zufrieden bin eigentlich mit dem Leben, wie es so im Moment läuft, und das habe ich auf jeden Fall eben auch meinen Freunden zu verdanken, dass ich eben auch, und meiner Familie, dass ich eben aus dieser Situation damals herausgekommen bin. Was ich euch einfach so ein bisschen auf den Weg geben möchte, ist: verfolgt eure Träume, verfolgt eure Ziele, aber hört immer darauf, was eure Freunde, was eure Familie sagt, und zieht daraus eure eigenen Schlüsse und zieht einfach euer Ding durch. Hört auf jeden Fall auf euren Körper, überlastet euch nicht, sondern achtet da ein bisschen drauf und dann schafft ihr am Ende genau das Leben, was ihr haben möchtet. Wie am Anfang ja bereits gesagt, könnt auch ihr unter dem Hashtag wireinander eure Geschichte posten. Ich bin sehr gespannt darauf, was ihr so zu erzählen habt, was ihr schon für Sachen durchlebt habt und vor allem, wie euch geholfen wurde, wie ihr es dann geschafft habt, aus einer solchen Situation herauszukommen. Ihr könnt mir gerne hier in die Kommentare mit dem Hashtag wireinander eure Geschichte posten oder einfach auf Twitter oder anderen sozialen Netzwerken. Teil dieser Wireinander-Kampagne ist übrigens ein Gewinnspiel, deswegen steht auch diese große, fette, blaue Hashtag Wireinander-Box hinter mir, wo schon einige Gegenstände, einige Erinnerungen der YouTuber, die bereits hier teilgenommen haben, zum Beispiel liebe Lea von dem YouTube-Kanal Gar Nichts oder auch Phil von Mr. Trash Pack, haben ja schon teilgenommen und haben da ihre Erinnerungen reingepackt, und auch von mir gibt's was. Und zwar mein allererstes Jaume-Shirt. Das ist das erste, was ich selber so zu Hause hatte und was ich auch getragen hatte im Ein Leben im Tag von Dena Video, was ja so aus dieser Zeit stammt, die ihm in diesem Film ja beschrieben wurde hier, gezeigt wurde. Und das Ding so schön zerknittert direkt aus meiner Kommode, von dem trenne ich mich jetzt. Das gibt's für denjenigen oder diejenige, die dieses gute Teil hier gewinnt am Ende, wenn ich es hier reinbekomme. So. Da ist das Ding drin. Die Box kommt dann zu irgendjemand von euch per Post, wie das Ganze funktioniert. Und sowieso alle Infos zu Hashtag wie in einer Kampagne gibt es auch in der Endkarte oder unten in der Beschreibung. Hier sind alle Links und weiterführende Informationen. Schaut es euch da an. Ansonsten möchte ich zum Abschluss noch den Julian Bam, den Ju, der zusammen mit mir auf Longboard-Tour war, dazu auffordern, seine Geschichte, seine Wie-Einander-Geschichte zu teilen. Und ich hoffe, der macht das. Er macht das auf jeden Fall auf seinem Kanal, aber in ein paar Tagen. Also schaut auf jeden Fall auch da vorbei. Wenn seine Geschichte schon online ist, dann wird das auch bei mir hier irgendwo verlinkt sein. Ansonsten schaut einfach schon mal vorbei. Leute, das war's von diesem Video. Das war wirklich was Besonderes. Und deshalb bin ich sehr gespannt auf euer Feedback, wie ihr das Ganze fandet, wie diesen Film, von diesem Flashback an diese Zeit 2013. Dann habe ich 2014 danach eben dieses fette Jahr erlebt. Jetzt ist 2015. Ich bin gespannt, was jetzt alles noch passiert. Wird eine coole Zeit. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin gespannt auch auf eure Geschichten, auf eure Hashtag Wireinander-Geschichten. Aber jetzt war's das erstmal von mir für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.